dem Dachboden gibt es da bessere Aussicht oder stört es da einfach niemand? Naja, gute Frage. Also gestört wurden wir jetzt. Sie wurde jetzt entführt. Voll uncool. Bin ich denn jetzt schon wieder? Ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade hin soll. Ist das richtig? Ich muss jetzt tausendmal auf die Karte schauen. Ich würde zuerst gerne hier rein. Da kann man raus. Ruhe. Was? Warum ist das jetzt hier gerade einfach aufgegangen? Nett. Was ist ein Tag Kellerfreigang? Du darfst einen Tag aus dem Keller raus, danach wirst du wieder automatisch, wenn der Tag rum ist, in den Keller geportet, weil du für immer mein Sklave gefangen im Keller bist. So. Was Besseres ist mir nicht eingefallen als Belohnung. Das ist mehr just for fun. 16. Dezember. Ich habe am 16. Dezember Geburtstag. Ist ja ein toller Zufall. Familientragödie sorgt für Schließung nach dem Tod der Maid von Scare. Schließt das bekannte Scare Hotel. Der Ehemann der berühmten Sängerin Prudence Williams schließt die Pforten des Scare Hotel in Südwales. Isaac Williams, Geschäftsmann und Eigentümer des Hotels, trauerte um seine geliebte Frau und nimmt keine neuen Gäste mehr in sein Hotel auf. Das Scare Hotel schließt nach nur einem Jahrzehnt, in dem es wohlwollende Kritiken erhalten hat und Mittelpunkt einer Reihe von spektakulären Vorstellungen war, gesungen von der verstorbenen Maid von Scare. Prudence Williams, sie hinterlässt eine Tochter, Elizabeth. Bild von Isaac Williams, Eigentümer des Scare Hotel. Ich bin immer noch auf der Flucht. Komm, Mr. Bubbles. Woher kommt das? Was ist das jetzt hier? Bin ich jetzt hier gerade im Schlafsaal vom Vater? Oh, ja. Toll. Blut? Elizabeth, lebst du noch? Hallo Mosi, danke schön für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Kann jemand hypen, bitte? Och nö, ein Mösi!
22. Oktober 1897. Vater hat Wind davon bekommen, dass ich ein Gegenlied komponieren will und dass ich die nötigen Schritte eingeleitet habe, um ihn aufzuhalten. Doch er hat vor, sein Lied heute Abend schon bei der Probe auf der großen Orgel am Personal zu testen. Ich fürchte, ich bin zu spät. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Im verzweifelten Versuch, seinen schrecklichen Plan zu durchkreuzen, habe ich mich bereit erklärt, für ihn zu singen. Es ist völlig schief gelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Gegenlied zu singen, wie ich konnte, aber die Version, die ich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Ich hätte auf Thomas und die anderen warten sollen, doch es war keine Zeit mehr. Jetzt fürchte ich, dass ich die Lage verschlimmert habe. Der Blick von Vater, als ihm klar wurde, was ich versuche, war furchterregend. So hatte ich ihn noch nie zuvor erlebt. Das gesungene Lied und die Melodie von den Zylindern hat alles in den Wahnsinn getrieben. Das war wahrlich nicht die Wirkung, die ich bezweckt hatte. Die Angestellten fingen an zu schreien und sich gegenseitig anzugreifen. Vater blutete aus den Ohren und danach war er wie von Sinn. Er kritzelte Worte auf die Treppenstufe mit seinem eigenen Blut. Was habe ich nur getan? Darum Prost stoße ich mir heute wieder. Ich habe Energy hier, Prost. Genieß dein langes Wochenende, dein Wochenende halt, genieß es. Oh, Sushi! Eins. Ja, Sushi ist Nummer eins auf meinem Speiseplan, das stimmt. Oh nee. Die Bilder jetzt sind nummeriert. Drei. Und ich höre den Hund. Was? Ach nö, was ist das denn? Also ich muss das jetzt... Fisch ist 1. Vogel ist 3. Hundi ist 2. Was ist das? I don't know. Käfig wahrscheinlich. Ist es klug? Montag wieder Schule für mich und noch Klavierunterricht. Und wie habe ich gespielt? War es schön? Sieh mich nicht an, du Monster. What? Ich habe mich auf dem Dachboden eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Die große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Ich muss gleich so niesen. Das alles begann mit dieser Kreatur, die unter Scarepoint gefangen gehalten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemand mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne dass mein Vater und seine Männer mich finden. Sie sind nicht mehr sie selbst. Das war, naja, besser als andere. Siehst du? Das war schön. Was ist das denn hier? Guck mal, ich hätte sie hier anketten können, hätten wir erstmal hier gesungen. First floor, second floor. Was ist das? Ach so, so hat sie mich angerufen. Von hier aus. I am not in control. The song is too strong. Ja, ich hatte es gelesen. Sie ist besessen, oder? Hat der Elizabeth jetzt getötet? Yeah.
Hat er sie jetzt ernsthaft umgebracht? Uff. Wirklich jetzt? Oh Mann. Das war jetzt so meine einzige Motivation, sie zu retten. Gut. Jetzt ist er. Super. Kann man bestimmt noch kleben. Toll, jetzt ist das. Oh, jetzt ist das auch noch kaputt. Ach, come on. Ach nö, jetzt bin ich ja total im Arsch. Wo ist der Uhu-Kleber? Weiß nicht, ob es der 897 Uhu-Kleber. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stampft, auf der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Sie sind beide dem Wahnsinn verfallen, tragen diese fürchterlichen Ritualmasken. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater, mein Onkel haben sie in ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist zu schrecklich zum Beschreiben. Du bist ja jetzt erlöst, ich nicht. Ich darf jetzt hier weiter Spaß haben. Ja. Nö. Da gab es nur Uhus, ja. It is done. I have managed to make phonograph copies of three of my father's four cylinders. Three parts of the siren song. The fourth, I've come to Ich realize, weiß, Mosi. is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the siren song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to Hat er control. den Kopf nicht mitgenommen? Da kam ja dann direkt der. War das jetzt der Vater oder der Onkel? Unmensch. Ja, ne? Hätten wir uns doch so an den Gürtel schneiden können. Dann mit ihr reden, wenn es uns mal schlecht geht. Ja, toll, das ist jetzt auch kaputt. Was mache ich denn jetzt? Ich will nicht mehr. Hat da jetzt keinen Sinn mehr. Elizabeth ist tot und. Mein dickes Ei ist im Arsch. Das klingt sehr falsch, egal. Jetzt muss ich hier im Keller. Oh Gott, was ist denn hier? Nicht das Ei! Ja, doch. Ein Netz kniffen und an den Gürtel haken wie bei The Witcher 3. Ja. Richtig. Dann wäre sie immer bei uns. Ich warte auf den Jumpscare. Ach komm. Whoop. Whoop. Ja, das ist jetzt sehr geil und so. Ich würde sagen, ich habe echt keinen Bock mehr. Das ist wunderschön. In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Mischwesen aus Vogel und Frau. Das mit seinem lieblichen Gesang Seefahrer in ihr Verderben lockt. Sirenen und Meerjungfrauen sind unterschiedliche Wesen, aber lange Zeit wurden sie als identisch erachtet. Im Mittelalter kam es aufgrund von falschen Interpretationen von Schriftstellern und Künstlern zu einem Wandel in der Darstellung.
weg von einer vogelähnlichen Kreatur hin zu einem fischähnlichen Wesen. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Sirenen immer mehr als Meerjungfrauen aufgefasst und dargestellt wurden, was sie in der griechischen Mythologie nicht sind. Zum ersten Mal wurden sie in Homers Odyssee im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Spätere Quellen besagen, dass Sirenen Flügel haben oder dass ihre Köpfe denen von wunderschönen Frauen gleichen, während sie den Körper eines Vogels aufweisen. Ja, eine Frau, Vögel. Entschuldigung. Ich ahne, warum Vogel und so ist. Hm? Ja. Hello? Miss, please. Ich bin schon ruhig. Ich hab's nicht ganz ausgehört. Okay, Shadow, dann schlaf schön. Dass du da warst. Das ist ja geil. Ach, du bist Grieche? Nice. Oh, Medusas Kopf war da gerade. Und warum sind hier... Oh nein. So Käfige für Hunde oder sowas? Oder hat er die Menschen da eingesperrt? Was ich eher vermute. Mann! Ja, Türen sind der Feind, das stimmt. Hä, wo bin ich? Ich bin irgendwo. Ich hab absolut keine Ahnung. Da ist irgendein Fragezeichen. Für die Orgel. Die Tür KP 300, Angriff 50, Verteidigung 20. Ja, der Angriff war gerade auch sehr schmerzhaft. Gestern Abend hat noch die Kripo das Brandhaus komplett auseinandergenommen. Komplett abgerissen oder was? Oder wie jetzt? Genau wie das scheiß Fenster gestern, ja. Oh, ich wollte es gerade lesen. Nein, auf Spuren oder so. Ach so, ja. Muss ja ein Grund gefunden werden. Das Aufteilen in vier Teile hat das Experimentieren vereinfacht. Denn das Lied kann seine volle Wirkung nur dann erzielen, wenn alle vier Teile in der Reihenfolge abgespielt werden.
Aber wie diese Wirkung abschwächen und kontrollieren, wenn die Teile kombiniert werden. Die Lösung ist zum Greifen nah. Ich spüre es. Wie eine Melodie in einem Traum. Vierzylindermechanismus. Cerberus, Hund des Hades, Medusa, die Sirene, der Held. Stifte, was? Musik, Zylinderverbindung. Ah ja. Gerade die Tür aufgegangen? Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Muss ich hier wieder ein Rätsel machen? Ich sollte aufpassen, ich kann mich nämlich nicht mehr wehren. Wo soll ich denn jetzt hin? Mir fehlt noch ein so ein Ding. Mosi, danke schön für deine Vergiftung an Sepp. Dankeschön. Was ist denn heute los hier? Ihr seid heute sehr spendabel. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich erinnere mich an Beyond Good and Evil, das Game ist auch super und hat eine Trilogie werden sollen. Danach kam jahrelang nicht Ubisoft und dann wurde der zweite Teil angekündigt, nur weil keiner war. Weiß keiner wann und ob es noch rauskommt. Ja. Wie lange ist denn das jetzt her, wo das überhaupt angekündigt wurde? Ist das nicht auch schon 2 Jahre oder so schon her? Na, gerade war mir noch langweilig jetzt wieder. Wie man nicht immer triggern kann. Das amüsiert mich. Scheiße, hier ist eine Sackgasse. Bitte komm jetzt nicht hier rum, bitte komm jetzt nicht hier rum. Das ist nicht schon länger her. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. I don't know. Oh, okay, Keks. Das klingt ja richtig geil. Ja, Elizabeth wird mich nicht mehr anrufen. War das eine kleine Pfütze? Wegen den Löscharbeiten, oder? So, jetzt gehe ich da zurück, aber hey, was soll ich denn jetzt noch machen? Beziehungsweise, wo soll ich hin? Ich soll noch einen Zylinder finden. Ich weiß doch gar nicht, wo der ist. Nö. 3 Jahre ist es schon her. Geil. Oh mein Gott. Nein, 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 nein! Warum? Verpiss dich! Ja, hau ab! Meine Güte! Schön, dass man den auch überhaupt nicht sieht, ey.
Toll, eine Sackgasse. Ist jetzt Bedrohung und Beleidigung ein Monster, macht sich in die Hose und geht. Ja, hat er ihm die Tür zugemacht. Finde ich gut. Soll mich bloß in Ruhe lassen. Ach, scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Das ist doch hier, wo der letztens was kaputt gemacht hat und mich erschrocken hat, ne? Das ist doch die gleiche Ecke hier. Wo soll ich denn jetzt hin? Der Raum da. Noch schwarz. Erster Stockwerk. Und da oben konnte ich auch nicht hin. Ja, zum Glück Keks. Ja, du hast was verpennt, Gabriel. Du hast ein Subgeschenk gekriegt. Vorhin wurden Subs verschenkt und dich hat es zufälligerweise mit erwischt. Ja, super. Ich komme hier gar nicht vorbei an dem. Wenn nicht jetzt weiterläuft, doch. Ja, na sicher. Hä, wie soll ich denn jetzt an den vorbeikommen? Das ist so nervig. Ich habe mir gerade in die Hose gemacht, so. Ja, das ist nochmal rausgelaufen. Danke. Hast du den Klostuhl gekauft? Nee. Ist jetzt eine scheiß Situation. Das ist neu Wickel. Es ist aber normal, dass man keine Kellerseele mehr bekommt. Ich weiß nicht, ob die Twitch-Funktion so verbuggt ist, dass es dann manchmal hängt. Das kann ich hier leider nicht sagen. Ich verstehe das selber nicht. Da kommen die ganze Zeit welche. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Mann! Wo kommt der denn jetzt her? Hä? Ich versteh's jetzt nicht. Was? Hä?
Der kam jetzt einfach so random. Nein, lass ihn. Oh, ihr Wichser. Schneid euch den Himmel ab. Currywurst. Nein. Oh, wie? Ihr habt den Hund jetzt was angetan. Oh nein, der quietscht. Ich hasse sowas.